Puh, jetzt haben wir aber viel eingekauft. Ich helfe dir beim Tragen, Mama. Ich auch. Ich nehme die kleine Einkaufstasche. Ist Papa schon zu Hause? Nein, jetzt noch nicht. Um diese Uhrzeit ist er noch bei der Arbeit. Ihr könnt die Sachen in die Küche tragen. Prima, vielen Dank fürs Helfen. Dürfen wir schon Fernsehen? Ja, das könnt ihr machen. Wo ist denn unser Fernseher? Unser Fernseher ist weg. Und da liegen lauter Sachen aus den Schubladen im Wohnzimmer herum. Was ist hier los? Wartet, nichts anfassen. Unser Fernseher wurde gestohlen. Wurde bei uns etwa eingebrochen? Aber es waren doch gar keine Einbruchsspuren an der Haustür, oder? Das wäre uns doch aufgefallen. Ja, da war nichts. Oh nein. Was, Mama? Die Terrassentür ist auf. Wir haben wohl vergessen, sie zuzumachen. Das darf ja nicht wahr sein. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich muss schauen, ob mein Spielzeug noch da ist. Ich gehe auch mal in mein Zimmer. Zum Glück, bei mir im Zimmer sieht alles normal aus. Und meine Puppe ist noch da. Bin ich froh, dass dich der Einbrecher nicht mitgenommen hat. Arme Püppi, was du alles erleben musst. Aber halt, wo ist denn meine Perlenkette? Die lag doch hier auf meinem Tisch. Lena, der Einbrecher hat meine Kette geklaut. Unglaublich, bei mir scheint nichts geklaut zu sein. Im Schlafzimmer ist alles wie immer. Der Dieb scheint es nur auf den Fernseher abgesehen zu haben. Ich erreiche Papa nicht. Er ist wahrscheinlich auf dem Nachhauseweg und hört das Handy nicht. Ich muss jetzt Onkel Martin anrufen. Polizeistelle Hausach, Kommissar Overbeck am Apparat. Ein Einbruch, das ist ja ein Ding. Ich komme sofort vorbei. Kommt Onkel Martin gleich? Ja. Gut. Da ist er schon. Hallo Martin, guten Tag zusammen. Hallo. Hallo. Ich habe mein ganzes Team mitgebracht. Wir möchten uns den Tatort jetzt genau ansehen. Natürlich, kommen Sie herein. Hier im Wohnzimmer. Hallo Onkel Martin. Hallo ihr beiden. Das sieht tatsächlich nach einem Einbruch aus. Eine offene Terrassentür, das ist natürlich wie eine Einladung für einen Einbrecher. Ja, ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte. Normalerweise mache ich die Türen immer zu, wenn wir aus dem Haus gehen. Ist außer dem Fernseher noch etwas verschwunden? Nein, wahrscheinlich nicht. Doch, meine Halskette ist auch verschwunden. Aha, wie sah die denn aus? Pink. Aha, okay, ich schreibe mal alles auf. Sperrt jetzt mal den Hauseingang ab. Wir müssen nach Spuren suchen. Ihr fasst bitte nichts mehr an. Wir suchen nämlich jetzt nach Fingerabdrücken. Am besten fangen wir hier im Wohnzimmer an. Vielleicht finden sich aber auch Fußspuren im Garten. Wir müssen auch schauen, ob der Einbrecher vielleicht irgendetwas verloren hat. Und was machen wir? Ihr könnt gerne zu Sarah rübergehen. Sie und die Kinder sind zu Hause. Gute Idee, danke. Ein Einbruch am helllichten Tag. Das ist ja schrecklich. Wir haben überhaupt nichts mitbekommen. Hier ist nichts Verdächtiges. Und hier auch nicht. Sucht mal noch das Schlafzimmer ab. Moment mal, ich höre da eine Männerstimme. Da ist doch jemand Fremdes bei uns im Haus. Etwa Einbrecher. Ich hatte doch nur kurz die Terrassentür aufgelassen. So ein Mist. Diese miesen Einbrecher, die nutzen auch jede Gelegenheit. Hier unten ist nichts, aber vielleicht finden wir im Obergeschoss etwas. Diese Gauner, die suchen tatsächlich unser Haus ab. Jetzt wollen sie auch noch ins Obergeschoss. Die werden hoffentlich nicht unser ganzes Büro auf den Kopf stellen. Und die Kinderzimmer, oh je. Vielleicht kann ich einen vorsichtigen Blick ins Fenster werfen. Ich kann niemanden sehen, aber ich höre sie doch. Zum Glück scheinen Nicole und die Kinder nicht zu Hause zu sein. Wir suchen alle drei Räume ab. Die sind sogar zu dritt. Ich habe noch eine Frauenstimme gehört. Gegen drei komme ich auf keinen Fall alleine an. Ich muss die Polizei rufen. Mist, ich habe mein Handy gar nicht dabei. Ich habe jetzt überall Fingerabdrücke genommen. Jetzt müssen wir sie nur noch auswerten. Aber wahrscheinlich haben wir keinen Erfolg. Die meisten Abdrücke sind von Kinderhänden. Das muss ein Profi gewesen sein. Ich gehe jetzt schnell meiner Schwester Bescheid sagen, dass sie wiederkommen können. Okay. Moment, da ist jemand Verdächtiges im Garten.
Typ ist noch im Garten mit dem Fernseher unter dem Arm. Zugriff! Ah, was soll das? Die sind verhaftet! Papa! Michael! Stopp, stopp! Das ist mein Schwager! Und da ist ja unser Fernseher! Ich verstehe gar nichts mehr. Also, nur nochmal fürs Protokoll. Opa hat angerufen, sein Fernseher würde nicht funktionieren. Ja genau, und weil ich früher von der Arbeit zu Hause war, habe ich mir schnell unseren Fernseher geschnappt und bin zu Opa gegangen. Ich wollte doch testen, ob es am Fernseher oder am Anschluss liegt. Und du hast auch die Terrassentür aufgelassen? Ja, ich bin schnell durch den Garten gegangen. Das ist ja der kürzeste Weg. Unser Fernseher ist nämlich ganz schön schwer. Und du hast auch die Schubladen durchwühlt? Ja, ich habe ein Kabel gesucht. Ich hatte es ja eilig. Was für eine Aufregung. Wenn du nächstes Mal solche Aktionen machst, dann gib uns vorher Bescheid. Immerhin haben wir noch eine Kette gefunden. Ist das deine vermisste Anna? Ja, wo hast du die her? Die lag im Bad. Oh, stimmt. Ich hatte ganz vergessen, dass ich sie da ausgezogen hatte. Danke, auf dich ist immer Verlass, Onkel Martin. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.